Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben es geschafft, anzukommen hier in dem Dorf. Und haben in der letzten Folge auch ihn geschlagen. Deswegen sind wir jetzt noch so leicht benebelt, weil wir immer noch betrunken sind. Jetzt muss ich mal schauen. Flieg, Freundin. Wie? Nach unten. Meditieren, Reittier rufen, tarnen. Dir ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Na, es geht mir dahin, wo ich vorhin schon ausgesehen drin war. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Ulf Egilson ist sterker, Mann und Jagdnender, Schnichte, Mann und Gschenkren. Dort in dem Lager ist Dorn. Ganz langsam. Was hast du dir gedacht? Trinkst Met auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst.
Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch reden. Etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Halt! Du da! Aus! Also geht doch nicht einfach nur so reinlaufen. Feiges Stück Scheiße. Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Ihre Schwäne. Mein Fisch kann die Lipsbrette noch. Keine Ehe auf der braulige Mönig fahren finden. Wenn der Ehe nicht auf der Welt zürt, das hier. Meine Gehrung und Quill. Und mein Ehe Armer zaubert. Grisi war Heldin. Ach, shit. Also man muss dir wirklich so folgen, wie es den Weg im Prinzip vorgibt, scheinbar. Huh.
Nächster Tattoo-Entwurf. Okay, die Artefakte haben wir jetzt hiermit erledigt. Haben wir noch irgendeine Nebenmission? Meine Liebe für dich ist so groß und stark. Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah. Zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Gut, in Ordnung. Hol deine Waffe, großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, ja. Seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Das ist lustig. Aber es erregt mich nicht. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer, wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm. Dann ramme durch das Valgrind-Tor und betritt Valhall. Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht. Aber ich bediene mich an eurer Truhe. Erneute Entflammung. Nächstes Rätsel gelöst. Okay, wir können auf jeden Fall Punkte. Ach, bloß, es reicht noch nicht. Oh, hier haben wir was Neues bekommen. Todeszeichen. Okay. Was für ein Sack. Da ist jemand drin, mit dem wir reden können. Willkommen, willkommen. Schau, was ich für dich habe. Ah. Davon kann man nie genug haben.
Eisenerz, Lager 200. Ich verwende nur hochwertige Sachen. Hast du dir auch alle meine... Wir sehen uns bald wieder. Okay, ein Händler. So, dann gehen wir jetzt gerade wieder. So, dann gehen wir zurück zu Sigurd. Wie es aber da drin weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall mein kleines Däumchen nach oben da und auch einen Kommentar unter Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.